Professor Dr. Bernd Schmidt kann sich noch gut an den Anfang der Corona-Pandemie erinnern. Im Frühjahr 2020 war im Deutschen Roten Kreuz Krankenhaus in Berlin eine Station für Covid-19-Patienten reserviert. Inzwischen sind es 2 Stationen. Und selbst das, so die Sorge des Lungenfacharztes, könnte bald nicht mehr reichen, weil sowohl die Patienten mit nachgewiesener Infektion versorgen und isolieren müssen, als auch die Patienten, die mit einem Verdacht auf eine Infektion ja auch primär isolieren müssen, bis wir Testergebnisse für diese Patienten haben. Schmidt ist Chefarzt auf der Station für Innere Medizin und Pneumologie der Klinik. Bei der Frage, wie die Versorgung im weiteren Verlauf der Pandemie gesichert werden kann, sorgt er sich am meisten um die Verfassung seiner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und in den Bereichen, wo wir dann Patienten sozusagen getrennt isoliert behandeln, müssen sie ja dann zwischen jedem Zimmer auch nochmal ihren kompletten Schutz wechseln. Das heißt, die Zeit und die Kraft, die sie brauchen, um das durchzustehen, die ist schon enorm groß. Und wir brauchen im Moment deutlich mehr Personal, um die Patienten zu versorgen in den Corona-Bereichen als sonst. Und das ist was, was uns im Moment tatsächlich wahrscheinlich die größten Sorgen macht, dass wir Personal so beschädigen und Personal so belasten, dass wir am Ende deswegen nur noch begrenzt arbeitsfähig sind. Derzeit meldet die Deutsche Krankenhausgesellschaft, dass noch keine Engpässe für die Versorgung von Covid-Patienten zu verzeichnen sind. Allerdings beginnen Krankenhäuser in einigen Regionen damit, ihre Regelversorgung zurückzufahren, vor allem um beim Personal Kapazitäten zu schaffen. Die DKG geht davon aus, dass im November noch rund 6.000 Covid-Patienten gleichzeitig intensiv behandelt werden müssen. Die Höchstzahl bei der ersten Infektionswelle lag bei gut 2.900 Fällen.